2 bis 16, dann macht sogar mehr Schaden. Das nehmen wir jetzt her. Speichere ich auch gleich, dass ich das. Oh. Da ist keiner. Aber ich werde es jetzt speichern, dass ich den gefunden habe, weil sonst muss ich wieder mit dem Kackbogen rummachen. Also kämpfen. Ich hab Bock drauf. So, ist offen. Da ist aber leider nichts. Offen, aber leider nichts. Das muss ich mir echt merken. Bogen sind für mich tabu in Arena. Ich hoffe, in Daggerfall ist es dann anders. Komm, geh auf. Oder vielleicht kann ich auch einfach nicht damit umgehen, aber da, selbst dann ist es auch tabu, sollte es für mich tabu sein. Ist ja gar nichts. Da. So. Noch einer? Nein. Dann gehen wir jetzt die andere Richtung. Oder? Ah! Oder soll ich doch mal erst da lang gehen? Ich glaube, ich. Oh, ein Stab. Wir können ja mal vergleichen, ob der besser ist. Denn vielleicht ist der beste Stab ja stärker als das schlechteste Breitschwert. Nee. Nein. Das droppen wir. Da ist kein Platz, um das zu droppen. Mal ein bisschen vor. Oder hier kriegt das Skelett noch ein bisschen was. Ist da allerdings gerade ein Goblin gekommen? So, den Langbogen heben wir uns aber wie gesagt auf. Der ist noch viel, ist ein Gold wert. Fünfzehn Gold hat er dabei gehabt. Was wollt ihr alle von mir? So, der hatte nichts. Der hatte 3 Gold. Und der hatte nichts. Speichern wir wieder, bevor wir da weitergehen. Eine Ratte. Die hatte nichts. Da ist noch eine. Die hat auch nichts. Gut, gehen wir da rein. Ein Schatz. 65 Goldstücke. Eine Ratte nach der anderen. So, die hatte nichts. Die hatte auch nichts. Die andere kriegen wir, glaube ich, besser von hier aus. Und die hatte auch nichts. Ein Schatz. 79 Goldstücke. Wow, ein Minotaurus. Ich würde gerne mal treffen. Ich will nämlich nicht nochmal sterben. Huh. Bracelet. Jetzt erstmal einen Heiltrank trinken. So. Bracelet hat unsere minus 2 und wieder plus 10 Stärke. Plus 10 Stärke oder minus 2 Rüstung? Plus 2 Rüstung.
Das ist echt. Naja, ich würde mehr Schaden machen und ich würde mehr Leben haben. Aber ich glaube, mir ist Rüstung doch mehr wert, weil wenn man das jetzt addiert, ist dann jetzt minus 2 Rüstung zu allen, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Punkte insgesamt. Und das dann nur 10, also haben wir die wieder weg. Nein, ich wollte sie doch droppen. 6 Heiltränke haben wir noch, müssen wir auch mal wieder welche kaufen. Okay. Waren wir? Ah, das haben wir gerade gedroppt. Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Oder da ist einfach nichts drin. Dann schauen wir jetzt hier rein. Hier ist nichts. Und hier sagt er wieder das Gleiche. Können wir eigentlich den Schrank zerhauen? Nein. Okay, ich glaube, die wichtigen Dungeons und so viele Hauptquests und so sind doch per Hand gemacht. Wahrscheinlich die Städte auch und so. Und der Rest war's dann. Gut, ich speichere hier wieder. Wir versuchen es nochmal. Durchs Wasser. Hoffentlich sind wir diesmal ein bisschen erfolgreicher. Diesmal gehe ich aber auch da lang. Oder was sagt denn die Karte? Ja, geh mal da lang. Da ist ein Skelett. Ich finde es cool, das Skelett hängt. Und ich kann es angreifen. Aber das sieht viel aus. Ah, jetzt ist es tot. Ein Buckler hat es. Den kann ich aber nicht tragen, oder? Was ist mit dem hier? Klappt nichts. Schauen wir mal, ob ich den tragen kann. Ich habe ja momentan auch nur eine Einhand eigentlich. Langschwert. Ja, keine Ahnung. Der Buckler minus 1 zu. Ja, aber den kann ich nicht tragen. Dann droppen wir ihn wieder. Also lassen ihn praktisch fallen. Bin ich denn jetzt eigentlich? Halt. Nee, Karte will ich. Ein Gefängnis oder so. Ah ja. Wow. So, ich sehe, dass ich ihn treffe. Ist hinter mir einer? Nein. Es war der da. Okay. Und der hängt da irgendwie in der Tür drin fest. Ich sehe, dass sie ihn ab und zu mal. Ja. Und tot ist er. Und es hatte nichts dabei. Nein. Und jetzt hängt das auch nicht mehr. So, ich will wieder speichern, weil nicht, dass hier jetzt wieder die ganz fiesen Spinnen sind. Irgendwo. Die waren echt für den Arsch. Karte. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich hier zur Haupthalle wieder zurück. Gehen wir doch mal hier auf die Plattform vor uns. Da ist nichts außer Skeletten, aber da können wir ja nichts looten.
Was ist mit der Plattform da? Da ist ein Skelett. Boah, verdammt. Komm schon. Nein! Ich wusste, wir werden sterben. Die Skelette sind echt Hammer. Was können wir dagegen machen? Aha. Wir könnten mal... Nochmal. Zack. Und nochmal. Dann ist übrigens gleich der nächste. Ich hoffe, das funktioniert auch. Treffe ich den eigentlich von hier aus? Nein. Wie weit kann ich denn nach vorne gehen? Ungefähr so weit. Wow. Woho. Nein. Moment. Haben wir gleich. Komm schon. Ich kill dich. Stirb. Der nächste! Der wird's wissen! Ich find's cool, die wischen mich nicht. Habe ich eine größere Reichweite? Stirb schon, stirb schon! Höh, ein Buckler hat der und der da hinten. Ach, das ist wahrscheinlich der gleiche, den ich hier krieg. Ich speichere jetzt kurz. Und dann gehe ich da mal hinter. Boah! Der hängt. Muss ich ausnutzen. Jetzt komm schon, stirb! Ja. Der hatte nichts dabei. Ja, neues Level! 6 Punkte kann ich verteilen. Fangen wir hier mit Glück an. Mit Glück treffen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Mehr Intelligenz. Keine Ahnung, was das ist. Mehr Agilität. Und wieder mehr Glück. Und mehr Intelligenz. So. Jetzt haben wir dann bald alles auf 1. Immer noch der Buckler. Ich speichere nochmal, dass wir jetzt Level Up haben. Auch wenn ich gerade erst gespeichert habe. Aber dann müssten wir das jedes Mal machen. Und da habe ich auch keine Lust drauf. Wenn wir es eh schon einmal gemacht haben. Okay. Was ist das? Cool. Aha, lauter Gefängniszellen hier. So, ich hoffe, der macht mir nicht allzu viel Schaden. So hängt er wieder und ich kann ihn trotzdem noch erwischen. Das finde ich super. Komm schon, stirb! Geht doch. Der hatte nichts dabei. Okay, ich nehme wieder einen Heiltrank. Wenn die aus sind, dann müssen wir wieder jedes Mal warten. Wow! Komm schon, stirb! Puh, wir haben ein Skelett im ehrlichen Kampf besiegt. Und es hatte 36 Gold dabei.
Das könnten wir eigentlich mal testen. Ich speichere mal und dann schlafen wir mal hier. Ein bisschen ausruhen. So. Can't camp enemies on nearby. Na klasse. Potion of Healing. Wahrscheinlich hier, oder? Nein. Immer nur Schritt für Schritt, so dass ich ihn irgendwann mal erwische. Aber er mich nicht. Ja, so erwische ich ihn. Immer schön die Bugs des Spiels ausnutzen. So, der hat nichts dabei gehabt. Okay. Speichern wir. Jetzt haben wir nämlich hier alles gesäubert und dann können wir jetzt nur noch auf die Plattformen gehen und auf die anderen Randplattformen. Da schaue ich mir aber vorher die Karte mal an. Wir haben jetzt das hier nämlich alles gesäubert. Und als nächstes, glaube ich, gehe ich hier hin. Das ist ja dann eine Plattform. Und da gehe ich jetzt mal hin. Also einfach hier rüber. Das ist doch nicht einfach nur eine Plattform. Jetzt geh auf. Ja, der sagt das gleiche wie gerade eben. Wie mache ich die jetzt auf? Komme ich da nicht hin oder was? Ich glaube, ich kann die nicht aufmachen und komme da nicht rein. Nein. Schade. Dann können wir da halt nicht rein. Hier hingegen schon. Okay. Da ist nichts. Wir mal da auf diese Plattform. Okay. Wie schaut's auf der Karte aus? Da unten würde es weitergehen. Da kommen wir bestimmt auch wieder nicht hin in die Zelle. Und das ist dann die letzte Plattform. Hier ist, seht ihr schon ganz klein angedeutet, dass es da in diesen einen Raum hier zurückgeht. Aber ich will die Plattform auch mal erkunden. Da gehe ich jetzt als nächstes hin. Speichern wir also erstmal. Save Game. Und nochmal. Hier lang, ja? Wie habe ich das jetzt geschafft? Wow! Schon. Ja. Das Glück ist auf unserer Seite.